Vom Kolosseum kommend gehen wir auf der Via Triumphalis an den Resten der römischen Wasserleitung vorbei zum Circus Maximus, der Wagenrennbahn. Schon zu Zeiten der Stadtgründung fanden hier Wagenrennen statt. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Anlage immer weiter ausgebaut. Heute ist sie ein beliebter Ort für Jogger. Wir biegen links ab in die Via delle Terme di Caracalla und erreichen nach wenigen hundert Metern die Ruinen der Thermen des Caracalla. Auf dem Sportplatz rechts neben dem Eingang sehen wir die römische Jugend von heute bei sportlichen Wettkämpfen. Die 216 nach Christus von Kaiser Caracalla eröffneten Thermen sind die zweitgrößten des antiken Roms. Nur die fast 100 Jahre später unter Diokletian erbauten Thermen, die der Bahnstation Termini ihren Namen gaben, waren größer. Caracalla und Diokletian, wann regierten sie? Rufen wir uns doch mal die Imperatoren und Kaiser des Römischen Reiches, von denen wir bisher gehört haben, ins Gedächtnis. Aber zurück zu der Thermenanlage. Sie entspricht in ihrem Aufbau dem Typ der großen kaiserlichen Thermen und ist spiegelbildlich aufgebaut. Männer und Frauen badeten getrennt und zu unterschiedlichen Zeiten. Die Eingänge befinden sich auf der Straße zugewandten Front. Wir betreten die Thermenanlage jedoch auf der gegenüberliegenden Seite, der Südwestseite. Wie verlief so ein Badetag im antiken Rom? Vom eigentlichen Eingang gelangt man direkt in den Umkleideraum. Hier wurden die Kleider abgelegt. Zur Erwärmung des Körpers ging es dann in die Palästra, einen Innenhof, in dem man sich sportlich bei Ballspielen oder Gymnastik betätigte. In diesem Raum stehen wir jetzt. Danach setzt man sich in das Schwitzbad, das Lakonikum. Das ist mit unserer heutigen Sauna vergleichbar. Zum langsamen Abkühlen folgt ein Bad im Caldarium, den Heißwasserbecken, und anschließend ein Besuch des Tepidariums, des Warmluftraumes. Zur weiteren Abkühlung folgte ein Bad im Frigidarium mit dem Kaltwasserbecken. Wir befinden uns jetzt im Frigidarium, den größten Raum in dieser Therme. Rechts befindet sich das Tepidarium und dahinter das Caldarium. Letzteres hatte ein Kuppeldach von 36 Meter Durchmesser. Das entspricht in etwa dem Durchmesser der Kuppel des Pantheons. Von der Kuppel in dieser Therme ist nichts mehr zu erkennen. Nur riesige Stützpfeiler ragen in den Himmel und mächtige Bögen lassen die Größe der Anlage erahnen. Wir sind inzwischen in den spiegelbildlich angeordneten Räumen auf der Ostseite angekommen. Auf dem Weg dorthin fielen uns einige Platten mit antiken Mosaikbildern auf. Ob das Wandverkleidung waren? Und hier stehen wir nun vor kunstvollen Mosaikböden. Diese hier vermittelt, aus der richtigen Perspektive betrachtet, den Eindruck bewegter Wellen. Und da war so das Leben in diesen Hallen. Wir folgen dem Absperrgitter und stehen unvermittelt vor einem weiteren großen Raum, dem Natatio, dem nicht überdachten Schwimmbecken. Hier schwammen die Römer zum Abschluss meist noch ein paar Runden. Das eigentliche Badehaus war 30.000 Quadratmeter groß und bot 1.500 Menschen Platz. Es steht in einer parkähnlichen Anlage, in der sich die Besucher entspannen konnten. Das Thermengebäude war teilweise unterkellert. In diesen Kellern befanden sich die Öfen, die die Räume beheizten und das Wasser erwärmten. Für die Wasserversorgung wurde extra ein Aquädukt errichtet,
das an der Südseite des Parkes in einer 33.000 Kubikmeter fassenden Zisterne endete. Zwischen den Bäumen können wir dieses Bauwerk erkennen. Etwa 3 Jahrhunderte wurde diese Anlage betrieben, bis die Goten die Wasserversorgung unterbrachen und somit der Betrieb eingestellt werden musste. Warum wurden so große Anlagen errichtet? Für die Römer war das Baden aus gesundheitlichen und hygienischen Gründen sehr wichtig. Da nur reiche Bürger sich in ihren Häusern eigene Badezimmer leisten konnten, wuschen und erholten sich die anderen in den Thermen.